Rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 10a und b. Hier geht es um die Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Befugnisse der Bundespolizei bei Abschiebungen zur Bewältigung der Massenmigration stärken und Fahndungskorridor erweitern, sowie die Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel 11-Punkte-Plan zum Schutz der Grenzen und vor unregulierter Massenmigration sofort umsetzen, frühzeitige Unterrichtung des Parlaments bei kritischen Massenmigrationsanlagen Lagen, nicht Anlagen, sicherstellen. Über die Beschlussempfehlung werden wir später auch namentlich abstimmen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 68 Minuten vorgesehen. Das Wort hat Martin Hess für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Europa und Deutschland befinden sich in einer historischen Migrationskrise, die das Potenzial hat, unsere Gesellschaft zu spalten und den inneren Frieden in unserem Land bereits ernsthaft stört. Die Asylbewerberzahlen in Deutschland und die illegalen Einreisen sind geradezu explodiert. Die Belastungsgrenzen der Kommunen und Landkreise sind nicht nur erschöpft, sie sind bei weitem überschritten. Eine verantwortungsvolle Regierung müsste schon längst entschlossen zum Schutz des eigenen Landes und der eigenen Bevölkerung handeln. Aber diese Ampelkoalition macht genau das Gegenteil. Die SPD verkündet lauthals, dass sie die Migration begrenzen wolle, sagt dann aber zeitgleich, wir sind gegen eine Obergrenze. Und da fragt sich dann jeder Bürger, liebe Kollegen von der SPD, sind Sie nur auf Kriegsfuß mit der Logik oder haben Sie einfach Pech beim Denken? Also wer Migration begrenzen will, der muss selbstverständlich auch eine klare Zahl benennen, wie viele Armutsmigranten er noch in unser Land lassen will. Und angesichts der derzeitigen desaströsen Lage kann das nur null sein. Das tun Sie aber nicht. Sie versuchen, die Bürger für dumm zu verkaufen, aber das funktioniert nicht mehr. 82% der Bürger glauben nicht, dass diese Regierung die Migrationskrise meistern kann. Der Bürger hat das Vertrauen in die Ampelkoalition verloren und schon längst erkannt, was Sie einfach nicht sehen wollen. Ihre Dilettantentruppe ist am Ende. Deutschland braucht eine neue Regierung. Je früher, desto besser. Und Sie können sich bei Ihrer desaströsen Politik auch nicht auf Fahrlässigkeit berufen, etwa infolge von Unkenntnis oder unzureichender Faktenlage. Nein, Sie ignorieren die Realität, weil sie nicht in Ihr rot-grün-gelbes Weltbild passt. Sie fahren Deutschland mit voller Absicht gegen die Wand. Das sieht man auch an Ihrer skandalösen Finanzierung von sogenannten Seenotrettern im Mittelmeer mit 8 Millionen € Steuergeldern, die nichts anderes sind als Schleuser-Unterstützungskommandos. Und Italien hat sich dies zu Recht verbeten. Das, was wir derzeit erleben, ist kein Kontrollverlust, es ist ein absichtlicher Kontrollverzicht zum Schaden unseres Landes, und das muss endlich aufhören. Und die CDU-CSU versucht jetzt über Friedrich Merz mit unseren Positionen, die wir seit 2015 vertreten, bei den Wahlen in Hessen und Bayern auf Stimmenfang zu gehen. Aber, liebe Kollegen von der CDU-CSU, solange Sie die Brandmauer zur AfD nicht einreißen, haben Sie überhaupt gar keinen Koalitionspartner, mit dem Sie diese Politik umsetzen können. Und in einigen Bundesländern, da koalieren Sie auch noch mit Ihrem nach eigenem Bekunden stärksten Feind, den Grünen. Liebe CDU-CSU, Sie sind unglaubwürdig, und der Wähler wird sich bei der Wahl für das Original entscheiden, und das ist und bleibt die AfD. Und Sie alle erwecken auch gegenüber unseren Bürgern ständig unisono den Eindruck, als könne man gegen diese illegale Massenmigration nur gesamteuropäisch agieren und national so gut wie nichts bewirken. Aber genau das stößt bei einer immer größeren Zahl von Bürgern zu Recht auf völliges Unverständnis. Schweden, Polen, Ungarn und vor allem Dänemark begrenzen die illegale Massenmigration nämlich sehr erfolgreich und konsequent. Entscheidend ist allein der politische Wille, das zu tun, und in Deutschland hat den nur die AfD. Auch stellen Sie immer wieder die falsche Behauptung auf, wir bräuchten diese Form von illegaler Massenmigration, um unseren Fachkräftebedarf zu decken. Das ist doch hanebüchener Unsinn. 9 von 10 Asylbewerbern aus den Top 8 Herkunftsländern besitzen keinerlei Berufsausbildung. Die wandern größtenteils in unsere sozialen Sicherungssysteme ein. Könnten wir durch diese Form der Asylmigration unseren Fachkräftebedarf decken, dann hätten wir das schon längst getan, weil nämlich seit 2015 mehrere
Millionen dieser Menschen in unser Land eingereist sind. Also hören Sie auf, ständig diese Unwahrheit zu verbreiten. Und dann verweisen Sie alle immer auf europäisches und internationales Recht, das uns angeblich ein Handeln unmöglich mache. Sie erwecken dabei den Eindruck, dass geltendes Recht etwas Statisches, etwas Unveränderbares wäre. Auch das ist doch blanker Unsinn. Das Recht hat sich immer geändert und muss das auch weiter tun, weil man sonst gar nicht auf aktuelle Problemlagen reagieren könnte. Es ist originäre Aufgabe der Politik, für aktuelle Problemlagen zielführende Lösungen zu finden und die bestehenden Rechtsnormen im Bedarfsfall zu ändern oder neue Rechtsnormen zu schaffen. Wer sich dem verweigert, der hat doch Politik nicht verstanden und demzufolge in der Politik auch gar nichts zu suchen. Der angeblich historische Wurf beim gemeinsamen europäischen Asylsystem ist eine reine Mogelpackung. Die mit der GEAS-Reform vorgesehenen Verfahren an den europäischen Außengrenzen finden nur auf Staatsangehörige Anwendung, deren Anerkennungsquote EU-weit unter 20% liegt. Die Top 5 Herkunftsländer bei den Asylantragstellern in Deutschland sind Syrien, Afghanistan, Türkei, Irak, Iran. Und genau bei diesen liegt die Anerkennungsquote über 20%. Die fallen also alle gar nicht unter diese Norm. Das, was hier von den anderen Fraktionen praktiziert wird, das ist an versuchter Volksverdummung nicht mehr zu überbieten. Aber das machen die Bürger dieses Landes nicht mehr länger mit. Und wir, die AfD, stehen an eurer Seite. Was wir jetzt brauchen, ist eine komplette Neuaufstellung in der Migrationspolitik. Wir müssen dem Beispiel Australiens folgen und das klare Signal in die Welt senden, dass Armutsmigranten in Europa nicht mehr aufgenommen werden. Und dazu brauchen wir endlich die Festung Europa, damit die europäischen Außengrenzen wieder tatsächlich geschützt werden. Und solange dieses Ziel nicht erreicht ist, müssen wir endlich die Maßnahmen aus unseren heutigen Anträgen umsetzen. Im Zentrum stehen Sach- statt Geldleistungen, stationäre Grenzkontrollen und Abschiebungen aller illegal Aufhältigen und ausländischen Kriminellen. Weitere dringende Maßnahmen, Asylzentren an unseren Grenzen, um unsere Kommunen nicht weiter zu belasten, Einbindung der Landespolizeien bei grenzpolizeilichen Maßnahmen, massive Aufstockung des Personals und der Finanzmittel für die Bundespolizei und deren Kompetenzerweiterung zur Anordnung und Durchführung von Abschiebungen, um deren Zahl deutlich zu erhöhen. An diesen Maßnahmen führt kein Weg vorbei. Und deshalb stimmen Sie unserem Antrag zu, zum Wohle unseres Landes. Und erlauben Sie mir noch eine kurze Schlussbemerkung. Bisher war ich der Auffassung, dass es sich bei dieser Regierung um die schlechteste seit 1945 handelt. Ich muss mich korrigieren. Es ist nicht nur die schlechteste, es ist die gefährlichste und schädlichste Regierung, die wir in unserer Republik jemals hatten. Und dieser historische Fehler, der muss endlich korrigiert werden. Sogar der britische Telegraph schreibt, dass die rot-grün-gelbe Regierung Deutschland in den Abgrund führt und nicht in der Lage ist, sich selbst zu retten. Man könnte also sagen, die Ampel ist defekt. Und wenn im Straßenverkehr die Ampel defekt ist, dann gilt rechts vor links. Und das werden Ihnen die Bürger bei den Wahlen in Hessen und Bayern auch beweisen. Das Wort hat Olli Grütsch für die SPD-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Hess, ich will da weitermachen, wo Sie eben aufgehört hatten, und Ihnen sagen, wenn Sie über etwas Gefährliches und über etwas Schädliches reden, dann seien Sie sich sicher, dass das Gefährlichste und Schädlichste, was dieses Land nach Ende des Zweiten Weltkrieges erlebt hat, Sie sind mit Ihrer Partei und Ihren Fraktionen in den Parlamenten dieses Landes. Dass Sie es auch heute wieder versucht haben, das Thema Fachkräftezuwanderung mit dem Grundrecht auf Asyl zu vermischen, das passt ins Bild, was wir alle von Ihnen haben und dem, was Sie unter Politik verstehen. Und besten Dank für Ihre Belehrungen und Hinweise, was wir brauchen. Ich habe mir während Ihrem Auftritt eben wieder mal gedacht, was Sie brauchen, Herr Hess, wäre mal Sprachunterricht und ein Respektscoaching, damit Sie überhaupt mal in der Lage sind, hier einen Auftritt hinzulegen, die Rede zu halten, die eines Parlaments überhaupt würdig ist. Aber nun ist es endlich soweit. Nach zigfacher Verschiebung diskutieren wir diesen Antrag. Vor der Sommerpause hieß er noch, die Bundespolizei als Abschiebepolizei zur Abschiebepolizei umzubauen. Offenbar war selbst Ihnen diese Bezeichnung jetzt dann zu heftig. Aber das ist es ja. Sie haben es ja eben noch mal gesagt.
was Sie wollen. Sie wollen eine der größten Bundesbehörden, eine absolute Vorzeigebehörde, degradieren und instrumentalisieren für Ihre menschenverachtende Politik, die Sie eben beschrieben haben. Davon können Sie nachts träumen, aber seien Sie sich sicher, wenn Sie dann wieder aufwachen, dann wird daraus nichts. Sie wollen in Ihrem Antrag, dass bestimmte Zuständigkeiten bei Abschiebungen auf den Bund bzw. auf die Bundespolizei übergehen. Michael, das hatten wir auch schon mal besprochen. Alles aufgewärmte Forderungen, die alte, beliebte Forderung nach einer Obergrenze ist nicht nur geschichtsvergessen, sondern sie zeigt auch, dass sie unbelehrbar sind. Ihre Vorschläge, die Sie eben auch aufgezählt haben, bedeuten darüber hinaus einen massiven Aufbau an Doppelstrukturen, etwa bei den Ausländerbehörden, die nicht auch nur zu einem schnelleren Asylverfahren führen würden. Ganz im Gegenteil, dafür zu mehr Bürokratie und Ressourcenverschwendung. Wie immer in Ihren Anträgen heißt es auch hier, heiße Luft und nichts dahinter. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir jetzt eben eine Situation, in der man eigentlich ernsthaft an den Themen und gerade an diesem Thema arbeiten müsse. Und falls Sie nicht wissen, was das heißen soll, ernsthaft an diesem Thema zu arbeiten, dann erkläre ich es Ihnen. Das macht man so, wie es der Bundeskanzler gerade macht. Das macht man so, wie es die Bundesinnenministerin gerade macht und wie es diese Koalition macht. Seit sie die Arbeit aufgenommen hat, so arbeitet man ernsthaft an den Herausforderungen dieser Zeit. Und dabei, das darf man auf alle Fälle sagen, sind wir auf einem guten Weg. Wir haben einen Beauftragten für Migrationsabkommen installiert. Wir arbeiten an mehr sicheren Herkunftsländern, schnelleren Asylverfahren, die für leichtere Rückführungen sorgen. In diesem Halbjahr übrigens haben wir fast 30% mehr Rückführungen durchgeführt als im ersten Halbjahr 2022. Wir werden, und das ist einer der elementaren Punkte der Migrationspolitik, wir werden die Schleuserkriminalität effektiv bekämpfen, auch mit einer dafür eingerichteten Taskforce bei der Bundespolizei, aber eben auch mit der Schließung von Gesetzeslücken. Wie verrückt ist es, dass sich ein Schleuser nicht strafbar macht, wenn er Minderjährige, wenn er Kinder und Jugendliche schleust? Das werden wir in Kürze ändern. Stärkere Kontrollen allein oder das Gefasel von der eben wieder von Ihnen besungenen Festung Europa halten also Menschen aus Krisenländern, die vor Krieg und Folter fliehen, und ich sage auch ganz ausdrücklich, die vor wirtschaftlicher Not und vor Hunger fliehen, ganz bestimmt nicht davon ab, zu uns zu gehen. Das zeigen auch die Zahlen an der deutsch-österreichischen Grenze, wo seit 8 Jahren stationäre Grenzkontrollen stattfinden. Und ich warne Sie auch eindrücklich, reden Sie nicht die Arbeit der Bundespolizistinnen und Bundespolizisten schlecht. Die machen an unseren Grenzen und auch sonst überall, wo sie im Einsatz sind, einen hervorragenden Job überall dort. Aber trotzdem auch vor dem Hintergrund der in den letzten Tagen und man kann sagen Wochen geführten Debatte über stationäre und flexible Grenzkontrollen. Wenn wir über solche Kontrollen sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, wie die BundespolizistInnen an der Grenze untergebracht sind. Und ich meine damit zum einen, wie sie während der Dienstzeit untergebracht sind und auch wie sie nach ihrer Dienstzeit untergebracht sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das gehört auch zu verantwortlicher Politik. Die kennen Sie von uns und die dürfen Sie sich auch in Zukunft erwarten. Wir als Ampelkoalition, wir werden daran arbeiten, die Bundespolizei noch attraktiver zu machen, als Arbeitgeber noch attraktiver zu machen, auch für die Generation Z. Ich bin meiner Gewerkschaft dankbar, dass sie ein Projekt gestartet hat, in dem sie sich seriös und konstruktiv mit der Frage befasst, wie Polizeien in Zukunft sein müssen, um für die Generation Z
auch in Zukunft ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Aber die Bundespolizei zur Abschiebepolizei zu machen, wer das möchte, der hat von Polizeiarbeit keine Ahnung oder noch schlimmer, der interessiert sich nicht für die Menschen, die die Uniformen tragen. Sie wollen Politik nur auf deren Rücken machen. Das ist respektlos. Das lassen wir nicht zu. Und deshalb lehnen wir Ihren Antrag, wen wird es überraschen, ab. Vielen Dank. Der Kollege Michael Brandt hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der heutigen Debatte geht es um eine der wichtigsten Fragen für die Menschen in unserem Land und unserer Zeit. Es geht dabei nicht um die Frage, ob wir Flüchtlingen helfen. Das wollen wir. Es geht auch nicht um die Frage, ob wir Zuwanderung ablehnen. Das tun wir nicht. Deutschland ist ein offenes Land, ein hilfsbereites Land mit Hunderten und Tausenden von Kommunen, ehrenamtlichen Helfern und Initiativen, die Menschen in Not gerne unter die Arme greifen. Und darauf sind wir sogar stolz, und wir wollen, dass das so bleibt. Nicht Migration ist das Problem. Die illegale, ungesteuerte Migration ist das Problem. Und worum also geht es? Worüber wir reden müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Weigerung der Bundesinnenministerin, gegen illegale Migration ernsthafte und wirkungsvolle Maßnahmen zu ergreifen. Und ich sage für die Unionsfraktion ein herzliches Dankeschön an unsere Bundespolizei. Und Sie werden um eins nicht drum herum kommen, auch zur Kenntnis zu nehmen, dass Sie nicht erst seit Monaten, sondern seit Jahren die Bundespolizei wirklich in der Substanz schädigen. Es sind derzeit 14 Einsatzhundertschaften im Einsatz und vorgehalten von der Bereitschaftspolizei. Und das geht einfach auf Dauer nicht. Und es ist nicht so, dass Sie die Bundespolizei unterstützen. Kontrollquittung und mehr, weil angeblich zu wenig Bürokratie da ist. Da müssen Sie eine Umkehr machen. Und wir müssen darüber reden, dass die immer lauteren Hilferufe unserer Kommunen seit Monaten auch endlich mal gehört werden. Wenn SPD-Landräte und SPD-Bürgermeister sich verzweifelt und verärgert an die SPD-geführte Bundesregierung wenden oder sogar bei der Union auf unserem Kommunalgipfel ihre Beschwerden äußern, dann ist das doch ein Alarmsignal. Wenn Sie es von uns partout nicht annehmen wollen, dann hören Sie doch auf die Worte des Bundespräsidenten, der doch formuliert hat, Zuwanderung begrenzen ist moralisch nicht verwerflich und politisch geboten. Das ist nämlich kein Wahlkampf. Das sind ernste Probleme, Frau Bundesinnenministerin. Das ist das Thema, das unsere Kommunen wie kaum ein zweites unter den Nägeln brennt. Wenn Bürgermeister und Landräte seit Monaten warten, sie stehen mit dem Rücken zur Wand, weil die Kapazitäten fehlen zur menschenwürdigen Unterbringung von insgesamt über 1 Million Menschen. Denn die Flüchtlinge aus der Ukraine sind ja nicht unsichtbar. Dann muss eine Bundesregierung angemessen reagieren, und sie muss reagieren. Das haben Sie unterlassen, und es ist schlicht eine unterlassene Hilfeleistung, wie die Bundesregierung die Kommunen weiter im Stich lässt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ein Schlag ins Gesicht der Kommunen, dass die Bundesregierung die Mittel jetzt auch noch für die Länder und damit für die Kommunen auch noch drastisch reduzieren statt erhöhen will. Und es ist ein Schlag ins Gesicht der Hilfsorganisationen, der Ehrenamtlichen, wenn die Bundesinnenministerin die Mittel für deren Programme zur Erstorientierung für Flüchtlinge und Migranten jetzt schon wieder kürzen will. Das ist gesellschaftlicher Sprengstoff. Und es ist ein insgesamt weitreichendes Versagen in einem zentralen politischen Feld, und das mit weitreichenden Folgen. Ihre standhafte Weigerung, Frau Faeser, auf gesellschaftliche Wirklichkeit zu reagieren, sie hilft niemandem, sie hilft nur Extremisten, und Sie müssen sich vorhalten lassen. Die Verweigerung der Anerkennung von Realität ist die Kapitulationserklärung einer jeden Regierung. Hinzu kommt, dass der Bundeskanzler hier international deutlich zu wenig Einsatz zeigt. Illegale Migration ist nämlich kein Thema nur für Richtlinienentscheidungen, um eine desolate Debatte innerhalb der Ampelkoalition zu beenden. Illegale Migration muss endlich Chefsache werden, und das international. Was soll eigentlich noch passieren? Die EU-Kommission, die anderen EU-Regierungschefs, die EU-Parlamentspräsidentin, alle fordern Deutschland seit Wochen auf, die Blockade auf europäischer Ebene zu beenden.
Und ich will Sie daran erinnern, ohne direkten Einsatz von Bundeskanzlerin Merkel bei schwierigen Partnern wie dem türkischen Präsidenten wäre der Migrationspakt der EU mit der Türkei nie gelungen. Und bis heute bringt dieser Pakt eine enorme Entlastung für die EU und für Deutschland. Vom aktuellen Bundeskanzler haben wir einen solchen Einsatz nicht gesehen. Man muss dem Bundeskanzler Scholz sagen, illegale Migration lässt sich nicht stoisch weglächeln. Es braucht harte Arbeit, international wie national, um das zu lösen. Und weil die Bundesregierung hier ausfällt, haben wir als Union unseren Deutschlandpakt für Migration entwickelt und vorgelegt. Sie kennen die konkreten Vorschläge und Forderungen. Es ist ein vernünftiger Plan für konsequentes Handeln. Dazu laden wir ein, und das fordern wir auch. Handeln Sie endlich mit uns, auch mit den Ländern und mit den Kommunen. Das hilft nämlich allen, den Flüchtlingen und Migranten, den Kommunen und ehrenamtlichen Helfern und nicht zuletzt dem gesellschaftlichen Konsens und unserem gemeinsamen Kampf gegen ein Erstarken von Extremismus. Vielen Dank. Das Wort hat Marcel Emmerich für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Man muss das mal erklären, das ist immer so, dass Fraktionen am Anfang so einer Plenarwoche angeben, über welches Thema sie sprechen wollen. Und die AfD gibt seit Wochen und Monaten an, über Bundespolizei zu sprechen. Und auch diesmal wieder. Aber wenn es dann wirklich dazu kommt, dann ist davon nicht viel übrig. Dann haben sie kein Wort übrig, über die Bundespolizei hier zu reden und ignorieren deren Anliegen, deren Bedürfnisse vollkommen. Es geht darum, dass wir der Bundespolizei Respekt und Wertschätzung zollen für ihre wichtige Arbeit zur See, an Land, an den Flughäfen und an den Bahnhöfen. Und das macht diese Koalition auch. Zum einen, indem wir die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage umsetzen und zum anderen, dass wir auch einen weiteren Stellenaufwuchs bei der Bundespolizei mit 1.000 Stellen auf den Weg bringen im neuen Bundeshaushalt. Wir haben nicht nur Dankesworte für die Polizei, sondern wir sagen auch in Taten wirklich unsere Wertschätzung zur Bundespolizei. Und die Anträge der AfD, die hier vorliegen, die haben auch wirklich überhaupt nichts damit zu tun, die Bundespolizei an irgendeiner Stelle zu entlasten. Im Gegenteil, die Bundespolizei hat heute schon die Situation, dass sie geplagt ist mit über 2 Millionen Überstunden, übrigens auch in der Verantwortung der Vorgängerregierung des Innenministers Seehofer. Und wenn man jetzt weitere Aufgaben in Richtung der Bundespolizei schiebt, dann nimmt die Belastung natürlich zu. Und wenn man sich Ihren 11-Punkte-Plan anschaut, diesen einen Antrag, da zitieren Sie ja die Gewerkschaft der Polizei gleich an erster Stelle. Da dachten Sie sich wahrscheinlich, oh, das ist ein intelligenter Moment und das machen wir jetzt mal mit der Gewerkschaft der Polizei, die da zu zitieren. Aber hören Sie doch auch sonst mal auf die Gewerkschaft der Polizei, denn die lehnt wesentliche Punkte Ihres Antrags nämlich zum Beispiel ab. Gerade die Einführung stationärer Grenzkontrollen ist im ureigenen Desinteresse der Gewerkschaft der Polizei, denn damit wird sie dann an der Grenze gebraucht. Damit haben wir sie nicht mehr bei den Flughäfen, an den Bahnhöfen, da wo wir auch Kriminalität bekämpfen müssen. Und wenn wir uns anschauen, was das überhaupt bedeutet mit den stationären Grenzkontrollen, müssen wir feststellen, dass wir auf der einen Seite die Situation haben, dass Geflüchtete, die Asylanträge stellen, überhaupt nicht zurückgewiesen werden können. Und dann haben wir noch ein neues EuGH-Urteil vorliegen, das besagt, dass eigentlich grundsätzlich gar niemand zurückgewiesen werden darf. Also das ist wirklich nur Sand in die Augen gestreut, ist ein Vorschlag mit den stationären Grenzkontrollen, der Wirtschaft schadet, der den Menschen vor Ort wirklich richtig auf den Geist geht. Der ist ein Pain in the ass für die Menschen in der Grenzregion. Und das muss man auch mal ganz klar sagen. Und es geht auch vor allem darum, dass die Polizei zu stark belastet wird. Diese Politik, die bringt den Menschen überhaupt nichts, sondern sie ist nervtötend. Und jetzt wird ja darüber geredet und Herr Brandt ruft ja schon rein und Sie empfehlen mal ein Gespräch mit einem Polizisten.
empfehle ich Ihnen auch. Ja? Weil wenn es dann nämlich darum geht, die Bundespolizei zur Abschiebepolizei geht, wenn ich bei Dienststellen zu Besuch bin, die rufen nicht Juhu, wir dürfen jetzt auch noch abschieben. Nein, die haben schon genug Aufgaben, die sind schon genug belastet. Und wenn man da Doppelstrukturen aufbaut, wenn man da dafür sorgt, dass die Bundespolizei gar keine Möglichkeit mehr hat, hier ihren Aufgaben nachzukommen und dann mit der Abschiebepolizei weitere Aufgaben aufbürdet, dann gelingt das überhaupt nicht. Und es ist auch verfassungsrechtlich ein großes Problem, wenn man die Rechtsprechung aus Karlsruhe ernst nimmt. Denn die sagen ganz klar, die Bundespolizei darf nicht zu einer allgemein mit den Landespolizeien konkurrierenden Bundespolizei ausgebaut werden. Das heißt, wir haben ja auch noch eine verfassungsrechtliche Hürde, die Bundespolizei entsprechend auszuweiten. Und deswegen war es auch damals richtig in der letzten Legislaturperiode, dass im Bundesrat das Bundespolizeigesetz gescheitert ist. Wir arbeiten jetzt an einer verfassungskonformen Variante. Wir arbeiten daran, dass die Bundespolizei modern ist, dass sie in der Lage ist, ihre Aufgaben im Rahmen dessen, was wir brauchen, auch wirklich wahrzunehmen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn wir über das Thema Migration sprechen, dann sehen wir auf der einen Seite Parteivorsitzende, Fraktionsvorsitzende der Union, die sich regelmäßig nicht im Griff haben und in Talkshows gegen Geflüchtete spalten und hetzen. Und wir sehen, dass es einen Wettbewerb darum geht, wer jetzt die härteste Forderung gegen Geflüchtete hat. Bei der Union hat man den Eindruck, Geflüchtete dürften nicht mal mehr noch Zähne haben. Und das ist natürlich eine Unmenschlichkeit kaum zu überbieten. Herr Emmerich, möchten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD zulassen? Nein, selbstverständlich nicht. Und deswegen geht es jetzt auch darum, dass wir natürlich den Kommunen helfen, dass wir sie finanzkräftig unterstützen bei der Integrationsarbeit, beim Wohnungsbau, beim Kita-Ausbau. Das ist unabdingbar. Das muss man sehr, sehr ernst nehmen, wie die Situation dabei ist. Und es geht natürlich auch darum, dass wir die Integration erleichtern. Dazu gehört es, Arbeitsverbote endlich abzuschaffen. Es ist niemandem zu erklären, warum arbeitswillige Geflüchtete in diesem Land nicht arbeiten dürfen, warum sie nichts zur Wirtschaftsleistung beitragen dürfen und sich eine Perspektive Herr Kollege, es gäbe auch noch eine Zwischenfrage aus der Union. Möchten Sie die zulassen? Ja, das mache ich. Kollege Hoffmann hat doch immer was zu sagen. Bitte schön. Okay, Herr Kollege Emmerich, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Die ist nämlich exakt an der Stelle entstanden, wo Sie mit weit ausgebreiteten Händen erklärt haben, dass Sie selbstverständlich die Kommunen unterstützen und die Länder mit mehr Geld bei der Frage der Unterbringung. Und das führt mich zur ersten Frage. Ist es richtig, dass letzte Woche die Gespräche zwischen dem Bund und den Ländern gescheitert ist, weil der Bund genau das Gegenteil machen will? Er will nämlich deutlich weniger Geld zur Verfügung stellen. Und der zweite Aspekt, der mir wichtig ist, wo ich mich immer wundere, weil es dann immer heißt, wir müssen dann auch dafür sorgen, dass Migranten, sobald sie bei uns im Land sind, auch arbeiten können. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, das kann nur jemand sagen, der sich offensichtlich mit dem Phänomen Migration noch nicht beschäftigt hat. Weil es gibt einen Grund dafür, warum auch Asylbewerber nicht ab dem ersten Tag in diesem Land arbeiten dürfen. Weil wenn wir das zubilligen, dann machen wir sie zu Gelddruckmaschinen für Schlepper und Schleuser, weil dann jeder weiß, dass wenn er einen Asylbewerber irgendwie nach Deutschland bringt, er ab dem ersten Tag jemanden in Deutschland hat, der den Schleuserdienst auch abbezahlen kann. Wie wollen Sie das verhindern? Das wäre meine zweite Frage. Danke. Also es ist ja vollkommen offensichtlich, dass es da momentan Gespräche gibt zu der Frage, wie können die Kommunen finanzkräftig unterstützt werden. Sie haben jetzt die Meldung aus letzter Woche zitiert, aber erst gestern hat ein gewisser Stefan Beil, Ministerpräsident, gesagt, dass man bei der Frage, wie man eine Finanzierung hinbekommt, auf einem sehr guten Weg ist. Und das unterstützt meine Fraktion ausdrücklich. Da müssen wir was hinbekommen. Wir unterstützen die Kommunen. Und zu Ihrer anderen Frage, Kollege Hoffmann, da kann man gar nicht so viel zu sagen. Denn wenn man Menschen als Gelddruckmaschinen bezeichnet, dann sind sie einfach bei der Frage, wie reden wir über Geflüchtete, wie reden wir über Mitmenschen, dann sind wir an einem ganz, ganz schwierigen Punkt angelangt. Und da merkt man, dass bei der Frage Humanität und Ordnung für sie weder das Wort Humanität und wenn man sich ihre Vorschläge ganz genau anschaut, auch nicht mal das Wort Ordnung irgendwas zählt. Sie haben nämlich eigentlich gar keine Idee, wie mit der aktuellen Situation wirklich versachlicht, sachgerecht umzugehen ist. Also,
Es braucht wirklich eine Versachlichung der Debatte. Es braucht pragmatische Lösungen, die wirklich helfen, die den Menschen keinen Sand in die Augen streuen. Das machen wir. Daran arbeiten wir. Wir werden daran liefern. Und ein ganz entscheidender Baustein dabei sind die Migrationsabkommen. Die müssen selbstverständlich fair sein. Und die müssen dafür sorgen, dass es legale Zuwanderung gibt und dass sie mehr steuern. Daran arbeiten wir, da werden wir liefern. Wir als Ampelkoalition, wir sehen die Situation und wir arbeiten an Lösungen und haben auch schon welche auf den Weg gebracht. Vielen Dank. Herr Hess, zu einer Zwischenintervention. Präsidentin, Kollege Emmerich, Sie haben in sehr vielen wortreichen Ausführungen dargelegt, warum stationäre Grenzkontrollen völlig sinnlos seien, warum sie nichts bringen würden im Bereich der Bekämpfung der illegalen Migration. Würden Sie bitte dem Hohen Haus erklären, warum die am Grenzabschnitt zu Österreich bei der EU notifizierten und durchgeführten stationären Grenzkontrollen seit 2 Jahren vom Bundesinnenministerium verlängert werden, alle 6 Monate, wenn die doch so ineffektiv sind? Und es handelt sich ja ganz offensichtlich um Ihre Innenministerin. Und würden Sie bitte zur Kenntnis nehmen, dass es sehr wohl ein effektives Mittel zur Bekämpfung illegaler Migration ist, weil nämlich in diesem eben benannten Grenzabschnitt mit stationären Grenzkontrollen zu Österreich die Zahl der Zurückweisungen im letzten Jahr bei über 14.000 lag, während sie in allen anderen Grenzabschnitten lediglich knapp über 4.000 lag und damit 10.000 weniger Zurückweisungen illegaler Migrantenbetrug? Herr Marich, möchten Sie antworten? Bitte. Sie haben offensichtlich einfach nicht zugehört und haben keine Ahnung, wie die Rechtslage ist. Wenn Menschen an der Grenze einen Asylantrag stellen, dann ist es gar nicht möglich, sie zurückzuweisen. Und was bedeutet denn überhaupt die Zurückweisung? Das heißt, dass die Menschen zurückgewiesen werden. Aber was bedeutet es denn dann im weiteren Verlauf? Sie können auch ein zweites, ein drittes Mal den Weg gehen. Und wer sind überhaupt die Menschen, die zurückgewiesen werden? Was ist überhaupt der Hintergrund von denen? Haben die vielleicht einfach nur die Grenze überschritten, weil zum Beispiel in Österreich wir die Situation haben, dass man dann von Österreich nach Deutschland zum Friseur geht, weil man da jemanden kennt? Oder sind es Touristen? Oder sind es Studierende? All diese Punkte, die sind egal, nicht Teil der Zahl, die da vorliegen. Das ist ein Punkt, den Sie vollkommen übersehen. Und ich will es noch mal sagen, die Gewerkschaft der Polizei, die Sie hier in Ihrem Antrag durchaus zitieren, die sagt ganz klar, dass die stationären Grenzkontrollen überhaupt nichts bringen. Das Mittel der Wahl sind mobile Grenzkontrollen. Die helfen wirklich, denn bei stationären Grenzkontrollen, da ist natürlich vollkommen klar, dass man sich einfach einen Weg drumherum sucht. Bei mobilen Grenzkontrollen, da ist die Polizei in der Lage, lageabhängig und auch wirklich flexibel zu agieren. Das ist das richtige Mittel der Wahl und darauf kommt es an. Und Ihre Vorschläge haben überhaupt nichts damit zu tun, dass Sie in der Praxis überhaupt was bringen. Und wenn Sie einmal ein Buch aus der Wissenschaft lesen würden und nicht aus irgendeinem verschwörungstheoretischen Verlag, wüssten Sie das auch. Klara Bünger hat das Wort für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, sehr geehrte Gäste auf den Tribünen, dass Sie von der Rechtsaußenpartei über Sicherheit reden, ist wirklich ein Riesenskandal. Und der Wortbeitrag von Hess hat wieder mal gezeigt, welches Menschenbild haben. Dass Sie wirklich von einer Obergrenze von Null sprechen, es zeigt, wie unmenschlich Ihr Weltbild ist und wie menschenfeindlich Ihre Politik ist. Das ist wirklich ein Riesenskandal und Sie sind das größte Sicherheitsrisiko für Deutschland. Menschen aus meinem Wahlkreis in Sachsen, die nicht in Ihr Weltbild passen, also nicht in das Bild der AfD, zum Beispiel Rentnerinnen und Rentner, die sprechen mich an. Sie haben Angst vor rechter Politik. Sie haben Angst, dass immer mehr Rechte sich breit machen und dadurch noch mehr gefährliche Orte für sie
geschaffen werden. Diese gefährlichen Orte gibt es schon für viele Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Und das ist eine Schande. Niemand sollte Angst haben, wenn er oder sie das Haus verlässt. Die AfD ist der Grund für die Angst vieler Menschen in Deutschland. Wir werden uns dieser menschenfeindlichen Politik immer entgegenstellen, sei es, wenn es um Menschen geht, die hierher kommen, weil sie Schutz suchen, oder um Rentnerinnen und Rentner. Die AfD tut so, als wäre sie bürgernah und würde sich um die Sorgen der Menschen kümmern. Das ist falsch. Von Anfang an ging es dieser Partei nur um ihren eigenen Erfolg und Macht und nie um Menschen. Und daran hat sich nichts geändert. Die große Fluchtbewegung 2015 nannte Gauland ein Geschenk für seine Partei. Das ist absolut widerlich. Seitdem instrumentalisiert diese Partei Migration gnadenlos für ihre Zwecke. Dabei hat sie eine Strategie angelegt, die sich auf verschiedene Pfeiler stützt. Verschwörungstheoretiker, völkische Medienkanäle, deutschnationale Bands, gewaltbereite Neonazis und vieles mehr. Und natürlich auch Abgeordnete hier im Bundestag. Diese Strategie hat nur ein Ziel, rechtes Agenda-Setting. Das bedeutet, dass sie immer mit allen Mitteln darauf hinarbeiten, die Migration als Grundproblem für alle Probleme darzustellen. Überall und ständig wird diese Botschaft wiederholt. Und irgendwann haben leider viele das Gefühl, dass da etwas dran ist. Das ist kreuzgefährlich. Die Wahrheit ist, die Probleme der Kommunen, die jetzt wieder in den Vordergrund gerückt werden, bestehen seit Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten haben die Kommunen enorme finanzielle Lücken bei Wohnungen, Schulen, Kitas, Schwimmbädern, dem öffentlichen Nahverkehr, Krankenhäusern und so weiter. Aber das interessiert die AfD natürlich gar nicht. Es interessiert sie auch nicht, wie es den Menschen vor Ort geht, die in den Kommunen sind. Sie wollen nur hetzen und rechte Stammtischparolen verbreiten. Dabei nutzen sie die Abstiegsängste der Menschen, die die Menschen haben, für ihre eigenen Zwecke aus, um sie gegen Geflüchtete auszuspielen. Das ist widerlich und durchschaubar. Die Kampagne AfD Nee nimmt das gut auseinander. Diese Partei tut nichts für Rentnerinnen und Rentner. Stattdessen würde die Umsetzung ihrer Forderung eine massive Rentenkürzung bedeuten, beziehungsweise eine Arbeitszeit mit weit über 70 Jahren. Es würde ein Kitasterben einsetzen. Der öffentliche Nahverkehr würde viel teurer werden. Und im ländlichen Raum würde es noch weniger Busse geben. Arme Menschen müssten noch mehr Steuern zahlen und Reiche noch weniger Steuern. Und gegen die steigenden Mieten würde die AfD übrigens auch nicht machen, liebe Menschen auf den Tribünen. Es wird für viele Menschen, die für viel zu wenig Geld hart arbeiten, wird sie in die Obdachlosigkeit treiben. Das ist die Realität. Frau Kollegin, das ist ungeheuerlich, was Sie mit dieser Politik hier betreiben. Frau Kollegin, Sie kommen zum Ende. Ja. Sie schüren die Glut, entzünden ein menschenfeindliches Feuer. Alle Demokraten hier in diesem Haus müssen sich dem entgegenstellen und etwas gegen ihre Politik tun. Vielen Dank. Ich habe Sie nicht ganz verstanden, Herr Kollege, was Sie im Zusammenhang mit Mauer gesagt haben. Ich werde es nachher im Protokoll anschauen und gebe das Wort dem Kollegen Manuel Höferlin für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Migrationsdruck nach Europa, vor allen Dingen nach Deutschland, ist hoch. Und in letzter Zeit ist er auch weiter gestiegen. Und die Gründe dafür sind einerseits Krisen, Kriege, Konflikte in Europa und in der Nähe, Putins Angriffskrieg in der Ukraine, der Krieg in Syrien, Konflikte in Nordafrika und im Nahen Osten. Aber sie sind andererseits auch hausgemacht, indem bei den ersten großen Flüchtlingswellen, die ein Wir schaffen das zum Konzept gemacht wurde und die dringend notwendige Ordnung von regulärer und irregulärer Migration nicht vollzogen wurde. Und diese Ordnung mit dem Ziel, irreguläre Migration zu reduzieren
und mehr reguläre Migration zu erleichtern und zu ermöglichen. Diese haben wir eingeleitet, und das ist auch richtig so, meine Damen und Herren. Aber wir sind noch nicht lange fertig, denn die Versäumnisse der Vergangenheit wiegen auch schwer, und die Kommunen sind am Limit, zum Teil sogar schon darüber hinaus. Die gesellschaftliche Akzeptanz für das Grundrecht auf Asyl und den Flüchtlingsschutz nimmt ab, und das ist dramatisch. Gerade im Interesse der tatsächlich verfolgten Menschen müssen wir daher nicht nur die Sorgen in den Kommunen ernst nehmen, sondern die irreguläre Migration muss wirksam und auch schnell begrenzt werden. Herr Kollege, Herr Hoffmann würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Der Herr Hoffmann hat noch eine Frage. Sehr gut. Bitte schön. Ah, da redet er auch noch. Na, dann haben Sie ja heute richtig viel Zeit, Herr Kollege. Ja, Kollege Höferling, ich rede nachher noch. Da gibt es auch die eine oder andere Antwort, keine Sorge. So vielen Dank, dass Sie bekommen. Die Zwischenfrage zulassen. Ich bin ganz ehrlich und reden wir ganz offen miteinander. Ich kann diese Kassette nicht mehr hören, die Sie immer reinschieben, nämlich, ach, das ist jetzt ein Erbe von 16 Jahren Merkel und das haben wir jetzt auszulöffeln. Das ist doch das, was Sie suggerieren, wenn Sie von Versäumnissen reden. Ich will mal klarstellen, dass wir 2015, 2016 eine andere Lage hatten und dass dann dort die unionsgeführte Bundesregierung gegengesteuert hat mit Maßnahmen wie Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten, EU-Türkei-Deal, überhaupt flächendeckend in Europa ganz andere Vereinbarungen. Und jetzt muss man mal feststellen, dass Sie einen ganz anderen Kurs in dieser Ampelregierung fahren. Sie schaffen es nicht, sichere Herkunftsstaaten auszuweiten. EU-Türkei-Deal ist zum Erliegen gekommen. Wer von Ihnen spricht denn eigentlich noch mit der Regierung Erdogan, dass wir dort wieder zu Ergebnissen kommen? Weil europäischer Außengrenzenschutz, der wird nur möglich sein, wenn wir die Anrainerstaaten im Boot haben. Dazu machen Sie dann noch Sonderaufnahmeprogramm Afghanistan. Das tragen Sie mit. Dazu machen Sie dann ein Fachkräftezuwanderungsgesetz, was adressiert ist an niedrig Qualifizierte. Sie ermöglichen den Zweckwechsel. Sie ermöglichen dort auch noch den Spurwechsel, dass also jemand reinkommt unter der Überschrift Asyl und dann bleiben kann, um hier zu arbeiten. Das tragen Sie mit. Und dann stellen Sie sich hier hin und erzählen immer, Sie müssen die Versäumnisse der Vergangenheit beseitigen. Und jetzt tun Sie dem Ganzen noch die Krone aufsetzen und legen nämlich ein Staatsangehörigkeitsrecht vor, wo Sie die Anforderungen auch wieder absenken. Das heißt, Sie senden auch wieder gefährliche Signale in die Welt aus. Und deswegen sage ich Ihnen, hören Sie auf, immer von Vergangenheitsversäumnissen zu reden, sondern nehmen Sie mal Ihre eigene Verantwortung an und hören Sie auf, diesen liberalen Zuwanderungskurs mitzutragen. Frau Präsidentin, um die 8 bis 10 Fragen zu beantworten, bräuchte ich jetzt 15 bis 20 Minuten. Das ist nicht möglich. Wahrscheinlich nicht zu. Ich versuche mich auf einige wenige Punkte zu konzentrieren. Ja, Sie hatten 2015 eine andere Situation. Wir haben nämlich noch 1,2 Millionen Ukraine-Flüchtlinge, die dazukommen. Die hatten Sie damals nicht. Ja, Sie haben reagiert und Sie hatten 6 Jahre Zeit, Weichen zu stellen, dass, wenn wieder so etwas passiert, Deutschland besser aufgestellt ist. Das haben Sie versäumt. Ja, Sie haben Abkommen mit der Türkei geschlossen. Diese wirken bis heute fort. Ich halte es trotzdem für einen gefährlichen Punkt, mit einem Menschen wie Erdogan auf Dauer Deals zu schließen. Trotzdem werden wir auch mit der Türkei in Zukunft Abkommen schließen müssen. Dafür gibt es auch einen Migrationsbeauftragten. Dafür gibt es Gespräche der Europäischen Union. Und das ist auch gut so. Ich würde gerne noch auf alle weiteren Punkte antworten. Ich komme auch in meiner Regel noch auf ein paar Punkte ein. Ich glaube, allein diese Punkte machen klar, Sie haben eine deutlich weniger dramatische Situation vor 8 Jahren gehabt, haben in Ihren Regierungszeit nichts daraus gemacht, um Deutschland in Zukunft besser aufzustellen. Und deshalb tut es möglicherweise weh, dass Sie immer wieder davon hören, dass Herr Seehofer in seiner Regierungszeit als Innenminister viel zu wenig auf den Weg gebracht hat, dass Sie strukturell nichts auf den Weg gebracht haben, uns besser vorzubereiten. Und dass wir das nun auslöffeln müssen, dem nehmen wir uns an, weil wir Regierungsverantwortung tragen. Aber Sie können sich dem nicht entziehen, dass wir immer wieder erwähnen, dass wir auf strukturelle Probleme in Deutschland stoßen, die Sie verursacht haben und die wir jetzt lösen. Anders als im vorliegenden Antrag wird es aber nicht gelingen, die Probleme zu lösen, indem wir die Länder aus der Pflicht nehmen, meine Damen und Herren. Denn das ist in einem föderalen System unabdingbar. Und wir haben nun mal kein zentralistisches System in Deutschland, wie sich die rechtsnationalen Kolleginnen und Kollegen wünschen. Das hatten wir früher einmal, das ist damals schon nicht gut gegangen, und deswegen sollten wir davon absehen.
Mehr Kompetenzen bei der Rückführung für die Bundespolizei zu schaffen, das macht durchaus auch Sinn. Auch wir haben solche Ideen eingebracht, um klare Zuständigkeiten zu schaffen, aber nicht, um die Länder aus der Pflicht zu entlassen, wie es Ihr Antrag vorsieht. Auch der Punkt, dieses Bundespolizeigesetz in Stücke zu rupfen, um es einzeln dann im Bundesrat vielleicht durchzukriegen, auch das ist, glaube ich, nicht der Situation gerecht. Im Gegenteil. Und wer glaubt, mit solchen Vorschlägen die Probleme zu lösen, der hat, glaube ich, einfach nicht den Ernst der Lage verstanden. Die Bundesministerin des Inneren und auch die Bundesregierung, auch die ganze Koalition reagiert und mit einer Fülle von Maßnahmen, meine Damen und Herren. Wir wollen das Asylsystem entlassen durch Migrationsabkommen und sichere Herkunftsländer. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Und Georgien und Moldau sind hier nur der Anfang. Es ist auf den Weg gebracht. Wir brauchen geregelte Verfahren, in denen beides zusammenwirkt, das Migrationsabkommen und die Definition von sicheren Herkunftsländern. Wir wollen die Kommunen entlasten mit einem beschleunigten Asylverfahren. Mit dem Gesetz zur Beschleunigung des Asylgerichtsverfahrens und der Asylverfahren sind bereits erste Fortschritte erzielt. Und jetzt gilt es, noch dort besser den Missbrauch zu verhindern. Wir wollen Rückführungen besser durchsetzen. Dazu müssen einerseits die Länder besser werden im Vollzug. Die dürfen wir da auch nicht aus der Pflicht lassen. Und andererseits sollte das Ausreisegewahrsam, wie von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen, auf 28 Tage verlängert werden. Wir wollen die Schleuserkriminalität bekämpfen. Das ist auch wichtig, indem wir den Fahndungsdruck erhöhen. Dazu gehören die Ausweisungen von Schleusern zu erleichtern, die erforderlichen Kapazitäten bei der Bundespolizei auszubauen und die Zuständigkeit der Europäischen Grenzagentur Frontex für die Bekämpfung der Schleuserkriminalität auszubauen. Wir werden auch die Prüfung von Asylanträgen in Drittstaaten ermöglichen. Ich halte das für wichtig. Es muss die Möglichkeit geschaffen werden, den Schutzstatus auch in Drittstaaten festzustellen. Die rechtlichen Anforderungen müssen, wie es der Koalitionsvertrag explizit vorsieht, zügig geklärt werden. Und vor allen Dingen aber werden wir auch die historische Chance nutzen beim gemeinsamen europäischen Asylsystem. Wir ergreifen vermutlich die einmalige Chance, jetzt dafür in Europa ein Asylsystem für ganz Europa zu etablieren. Und ich halte es schon für eine sehr mutige Aussage, die hier vorhin getroffen wurde, zu sagen, man kann das nicht in Europa lösen. Ja, wo denn sonst, wenn wir in Europa keine Binnengrenzkontrollen haben wollen? Und selbstverständlich wollen wir das nicht, denn es ist eine Riesenerrungenschaft, dass wir innerhalb Europas keine nationalen Grenzen mehr haben. Meine Kinder verstehen überhaupt nicht, warum man, wenn man nach Frankreich oder Polen muss, an einer Grenze anhalten muss. Und ich will, dass sie das auch in Zukunft nicht verstehen müssen. Und deswegen gibt es andere Verfahren, zu denen mein Kollege später noch ausführen wird. Das ist ein Meilenstein, dieses gemeinsame europäische Asylsystem. Und wenn wir das jetzt nicht schaffen, wann dann? Es bringt mehr Ordnung in der Migrationspolitik. Es hilft, Schritt für Schritt irreguläre Migration zu reduzieren und reguläre zu vereinfachen. Und es hilft, Schritt für Schritt die Kommunen zu entlasten und Schritt für Schritt mit den Versäumnissen der Vorgängerregierung aufzuräumen. Herzlichen Dank. Herr Janich, Frau von Storch, Sie haben die Kollegin Bünger und diese Debatte in Zusammenhang gebracht mit der DDR-Diktatur, indem Sie von Mauermörderpartei gesprochen haben. Das ist weder in Bezug auf Frau Bünger, deren Geburtsjahr, wie ich gerade nachgeschaut habe, das Jahr 1986 ist angemessen, noch ist es angemessen in Bezug auf den Inhalt der Debatte, die wir heute hier führen. Deswegen erteile ich Ihnen beiden eine Rüge. Zu Wort kommt jetzt zum Redebeitrag der Kollege Alexander Hoffmann für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die aktuelle Migrationslage zeigt ein prekäres Bild an unseren Grenzen. Bundespolizisten und Bundespolizistinnen leisten dort großartige Arbeit, aber ehrlicherweise muss man sagen, sie agieren hart an der Frustrations- und Belastungsgrenze. Wir haben Tage, wo wir bundesweit über 700 illegale Grenzübertritte
feststellen, und das sind nur die, die tatsächlich festgestellt werden können. Und wir haben flächendeckend fast auf alle Grenzen einen noch nie dagewesenen Migrationsdruck. Ich glaube, wir müssen kurzfristig und langfristig denken. Kurzfristig brauchen wir Mechanismen, die den Druck sehr schnell von unseren Grenzen nehmen. Und langfristig, und das sage ich Ihnen ja auch ganz ehrlich, damit da kein Zweifel besteht, glaube ich, dass wir sehr wohl geschlossene EU-Außengrenzen brauchen. Weil nur geschlossene EU-Außengrenzen das Signal in die Welt raussenden, macht euch bitte nicht auf den Weg, ihr kommt nicht rein. Damit ist die Geschichte natürlich nicht zu Ende erzählt. Wir müssen uns selbstverständlich überlegen, was machen wir in den schwierigen Regionen, zum Beispiel in Afrika. Aber ich glaube, das ist das einzige Signal, das uns helfen wird, das Sterben im Mittelmeer und das Sterben in der Sahara merklich zu reduzieren. Und im Übrigen glaube ich, dass wir nur bei sicheren EU-Außengrenzen endlich zu einer stabilen Mehrheit innerhalb der Europäischen Union kommen für ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Dazu gleich noch mehr. Das Problem an der aktuellen Debatte ist, dass nach meiner Einschätzung die Ampel versucht, den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen. Sie suggerieren auch heute wieder, dass wir jetzt in Europa zu Vereinbarungen kämen, und die würden ja dann schon irgendwie kurzfristige Entlastungen und Effekte an unseren Grenzen erzielen. Aus den Medien erfahren wir dann, dass die deutsche Außenministerin und die deutsche Innenministerin hart auf der Bremse stehen. Und was sie in all diesen Debatten, meine Damen, meine Herren, von der Ampel verschweigen, ist doch die Stimmungslage, die ihnen in Brüssel entgegenschlägt. Die sieht nämlich so aus, dass unsere europäischen Partner irritiert sind über diese Politik der offenen Türen der Bundesregierung. Und wir bekommen dort eindeutig die Signale, dass solange das so bleibt, europäische Partner nicht bereit sind, über Umverteilungsmechanismen zu reden oder Vereinbarungen zu schließen und auch über Finanzausgleichsmechanismen zu reden und auch dort zu Vereinbarungen zu kommen. Das heißt, sie müssen umdenken und den Weg wirklich frei machen für solche eine große europäische Lösung. Jetzt fordern wir seit Monaten stationäre Grenzkontrollen. Und wir alle haben aufgehorcht, weil die Ministerin letzte Woche Freitagabend suggeriert hat, ja, ich mache jetzt Grenzkontrollen. Und jetzt wurde die Woche ja medial nachgefragt. Und das, was jetzt deutlich wird, ist, dass es Grenzkontrollen geben wird. Die sollen aber flexibel sein, unterhalb der Notifizierungsgrenze und eben nicht stationär. Also vor allem nicht so, wie sie an der Grenze zu Österreich stattfinden. Und dann sitzt die Bundesinnenministerin im Innenausschuss und sagt noch, sie will das so machen wie an der Schweizer Grenze. Das ist ein echtes Erfolgsmodell. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, mich hat diese Aussage erschüttert. Weil wenn die Bundesinnenministerin das sagt, dann zeichnet das das Bild einer Ministerin, die keine Ahnung hat, welche Herausforderungen die Beamtinnen und Beamten im Moment an der Schweizer Grenze zu bewerkstelligen haben. Die Situation dort sieht nämlich wie folgt aus. Unsere Beamten steigen in den Zug und kontrollieren, wenn der Zug losrollt. Dann nehmen sie Migranten, die sie aufgreifen, mit in die Bearbeitungsstraße. Dort gibt es dann Fast-ID und eine Befragung. Und danach werden die Migranten übergeben an die Schweizer Behörden. Von den Schweizer Behörden gibt es auch noch eine Befragung. Und dann dürfen die Migranten wieder gehen. Und wissen Sie, was sie dann machen? Sie schnappen sich den nächsten Zug oder die nächste Tram und versuchen es wieder. Es gibt Beamte, die erklären Ihnen, dass sie teilweise dieselbe Person zwei-, dreimal am Tag aufgreifen. Und das hängt vor allem damit zusammen, ich weiß, was Sie fragen wollen, deswegen muss ich die Frage nicht zulassen, weil ich weiß, Sie sagen jetzt, das ist doch immer unser Argument, dass die dann wiederkommen. Aber das Problem ist, dass wir eben, solange wir keine festen stationären Grenzkontrollen haben, ich lasse die Zwischenfrage zu. Meine Zeit ist nämlich dazu. Okay. Gut, dann bitte schön, Herr Höferlin, gerade noch mal Glück gehabt, weil es gibt dann danach nur noch 13 Sekunden.
Ja, ich finde, dass der Kollege Hoffmann so wenig Redezeit hatte mit zwei Fragen und einer Rede, dass ich ihm noch ein bisschen Minuten geben möchte. Ich denke, Sie hören mich einfach gern. Ich höre Sie unheimlich gern und ich würde gerne Ihre Antwort auf folgende Frage hören. Sie haben kritisiert, dass das Schweizer Modell nicht funktioniert, dass die Ministerin gesagt hat, wir sollten das so machen wie an der Schweizer Grenze. Es bezog sich übrigens auch auf den Punkt, dass die Polizisten an der Schweizer Grenze auch auf der Schweizer Seite bereits arbeiten können. Das war vor allen Dingen der Bezug. Und ich halte es auch für richtig, dass Deutschland versucht, an den Grenzen zu Polen, an den Grenzen zu Tschechien, auch versucht, mit den Kollegen auf der anderen Grenzseite bereits im Vorfeld zusammenzuarbeiten. Denn je früher dort solche Kontrollen stattfinden können, desto besser. Sie haben gesagt, das ist ein Prinzip, das nicht funktioniert. Die Bundespolizei würde aufgreifen. Sie würde dann Untersuchungen vornehmen, würde es den Schweizer Grenzpolizisten übergeben und die würden dort die Flüchtlinge wieder laufen lassen, wie Sie gesagt haben. Meine Frage ist recht einfach. Was ist denn Ihr Konzept, wie in diesem Fall vorgegangen werden sollte? Der Punkt ist doch, dass das genau der Unterschied ist zwischen einer stationären Grenzkontrolle und einer flexiblen. Weil das Problem an der Grenze zur Schweiz ist, dass jeden Tag so viele Züge fahren, Busse, Tram, Taxi, dass die Beamten, wenn sie dann in einem Zug beschäftigt sind, keine Zeit mehr haben für die Tram oder für den Zug. Und zur Wahrheit gehört, dass es nicht nur reicht, ganz nett auch dann mit den Kollegen in Tschechien zu reden oder in Polen, sondern ich brauche einen festen Modus operandi, wie ein Land, wie auch die Schweiz, und auch dort brauchen wir ein Gespräch, denn dann mit Personen umgeht, die dort aufgegriffen werden. Das ist doch ein Treppenwitz und frustriert unsere Beamtinnen und Beamten, wenn die dann dieselbe Person zwei-, dreimal am Tag sehen. Da ist doch die Frage umgekehrt. Wenn diese Grenzkontrolle zur Schweiz mit Leben gefüllt werden soll, Herr Kollege Höferle, dann ist doch die Frage, warum schafft es das Bundesinnenministerium nicht, beziehungsweise die Ministerin nicht, mit der Schweiz jetzt zu einer Vereinbarung zu kommen, dass unsere Beamten sich da unten nicht aufreiben? Das ist doch die Gegenfrage. Na? Möchten Sie denn auch noch, Herr Kollege, eine Zwischenfrage von Uli Krutsch zulassen? Nee, danke, ich schließe jetzt. 13. Ja, ja, ich weiß schon. Nein, Entschuldigung. Die Antwort war doch ziemlich konkret und Sie tun jetzt so, als gäbe es keine Lösung. Ich sage Ihnen, meine Damen, meine Herren, solange Sie der Öffentlichkeit Sand in die Augen streuen, wird die Debatte um die Migration weiter in dieser Heftigkeit geführt. Und ich kann Sie nur daran erinnern, dass Sie eine Verantwortung für unsere Demokratie haben. Und die Reden, die Sie heute hier gehalten haben, Entschuldigung, das ist Themaverfehlung und das wird Sie auf Dauer bei diesem schweren Thema nicht über Wasser halten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich kündige jetzt schon mal an, dass ich weitere Zwischenfragen, lieber Herr Hoffmann, nicht abfragen werde, die von Ihnen gestellt werden möchten, und gebe Peggy Schierenbeck jetzt das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Im Gespräch mit meinen Bürgerinnen und Bürgern erfahre ich immer, was sie bedrückt. Das ist unterschiedlich im ländlichen Raum, in der Metropolregion. Was sie vereint, ist der Wunsch danach, dass wir handeln. Und dass wir handeln, dass wir Dinge auf den richtigen Weg bringen, das haben wir gerade erst von der Bertelsmann Stiftung bestätigt geworden bekommen, dass wir das tun. So, als pragmatische Politikerin benenne ich die Themen, die im Raum stehen. Es freut mich daher, dass ich heute hier als Innenpolitikerin zur aktuellen Migrationslage sprechen darf. In ihren Anträgen fordert die AfD wiederholt ein konsequentes Handeln seitens der Bundesregierung respektive unserer Innenministerin Nancy Faeser. Wissen Sie, wenn ich mir Ihre Anträge so anschaue, dann sehe ich immer nur keine Lösungen und ich sehe immer nur ein Schüren von Angst. Liebe Bürgerinnen und Bürger, mir geht es darum, Sie sachlich an den Entscheidungsprozessen der Regierung teilhaben zu lassen. Migration ist ein ständiger Prozess. Das bedeutet, dass wir als Regierungskoalition gefordert sind, immer wieder auf aktuelle Lagen zu reagieren. Die aktuelle Lage konfrontiert uns gerade mit einer herausfordernden Situation des Zustroms von Flüchtenden. Wieder einmal zeigt es sich, dass Nancy Faeser darauf reagiert, in enger Abstimmung mit Tschechien und Polen, ebenso wie mit den Bundesländern Sachsen und Brandenburg.
Die zugespitzte Lage an den deutschen Grenzen zu den beiden Ländern durch die Zunahme von Schleusungen macht jetzt weitere Maßnahmen erforderlich. Die Bundespolizei wird flexible Schwerpunktkontrollen zur Überwachung des Grenzgebietes durchführen, zusätzlich zur Schleierfahndung an den deutschen Schengen-Grenzen. Diese Kontrollen ermöglichen es, die bundespolizeiliche Präsenz rasch und vor allem sichtbar zu erhöhen. Nancy Faeser will damit maximalen Ermittlungsdruck auf Schleuser ausüben, ihrem menschenverachtenden Geschäftsmodell einen Riegel vorschieben. Das ist humanitäre Verantwortung, das ist pragmatische Politik. Wir müssen die Kommunen im Auge behalten. Sie kommen an manchen Orten an ihre Belastungsgrenzen. Sie können beim besten Willen Geflüchtete schlicht aus Platzgründen einfach nicht mehr unterbringen. Das ist nicht flächendeckend so. Es gibt ebenso Kommunen, die noch Kapazitäten frei haben. Mit Blick auf einige Medien bitte ich auch hier um sachliche Berichterstattung, denn mit mancher Schlagzeile werden auch hier unnötig Ängste geschürt. Das eine tun, ohne das andere zu lassen. Wir haben das Chancenaufenthaltsrecht geschaffen. Wir haben das Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den Weg gebracht. Wir sind ein Einwanderungsland. Wir wollen, wir müssen eines sein im Hinblick auf den Fachkräftemangel. Herr. Erfreulich dazu der Report des Instituts für Wirtschaft Köln. Im Zeitraum 2017 bis 2022 haben wir durch Zuwanderer rund 1,5 Millionen sozialversicherungspflichtige Arbeitskräfte geschaffen. Gut für unsere Wirtschaft. Frau Kollegin, Herr Cibeus würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen aus der Unionsfraktion. Möchten Sie die zulassen? Nein. Das eine tun, ohne das andere zu lassen. Nancy Faeser hat den Aktionsplan Rechtsextremismus maßgeblich gefördert, weil wir wissen, wie sehr es unserer Demokratie schadet, wenn mit Rassismus Politik gemacht wird. Die größte Bedrohung unserer Demokratie kommt immer noch von rechts. Unsere Innenministerin hat maßgeblich dafür gesorgt, dass wir das gemeinsame europäische Asylsystem voranbringen, nach jahrelangem Stillstand, denn wir sind immer noch am Aufräumen. Sichere Herkunftsländer, auch da sind wir maßgeblich vorangekommen. Wir sind jetzt daran, den Rahmen der Krisenverordnung zu verändern, um auch hier auf europäischer Ebene weiterzukommen. Immer wieder kommt der Ruf nach schnelleren Abschiebungen. Meine Damen und Herren, für Rückführungen sind die Länder zuständig. Das hat sich nicht geändert. Im ersten Halbjahr 2023, es wurde eben schon gesagt, haben wir 27% mehr Menschen zurückgeführt als im Vorjahreszeitraum. Um die Länder zu unterstützen, hat die Innenministerin den Ausreisegewahrsam auf 28 Tage verlängert. Auch Frau an Kollegin, dieser Stelle, ich muss leider noch mal unterbrechen. Herr Fahle würde Ihnen gerne eine Frage stellen. Auch an dieser Stelle bleibt zu erwähnen, dass wir ein sehr gutes und funktionierendes Justizsystem haben. Nancy Faeser ist alles andere als zögerlich. Sie trifft Entscheidungen zum Wohle unseres Landes. Noch eines zum angeblichen immer fortwährenden Streit innerhalb der Koalitionspartner, der ja immer wieder nachzulesen ist. Ich sage Ihnen, eine Regierungskoalition aus drei Parteien hat Meinungsverschiedenheiten. In einer Demokratie muss es Meinungsverschiedenheiten geben. Kompromissfindung ist der demokratischste aller Prozesse. Dafür sind wir angetreten. Das tun wir transparent. In diesem Sinne, bleiben Sie demokratisch zum Wohle unseres Landes. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Zu einer kurzen Intervention, Herr Cibeus, bitte. Danke Ihnen, Frau Präsidentin. Frau Schierenbeck, Sie haben hier jetzt sehr viel von Sachlichkeit gesprochen. Deswegen hätte ich eine sehr sachliche Frage an Sie. Dieses Jahr hat Frau Innenministerin Faeser mit der Stuttgarter Zeitung ein Gespräch gehabt und hat dort von den Kommunen gefordert, dass sie mehr Plätze zur Unterbringung vorhalten sollen. Daraufhin habe ich eine schriftliche Anfrage an das Ministerium gestellt und gefragt, wie sie sich das vorstelle, wie sie das finanziell unterstützen will und mit welchen Maßnahmen weiterhin. Daraufhin gab es eine Antwort aus dem Innenministerium. Da hieß es, die Bundesregierung würde mit bundeseigenen Liegenschaften die Landkreise und Kommunen unterstützen. Ich habe daraufhin meinen Landkreis geschrieben, dem Landratsamt, und habe daraufhin die Antwort erhalten, also ob der Bund
die den Landkreis mit Liegenschaften unterstützt. Und da kam dann die sehr knappe Antwort: Sehr geehrter Herr Zipelius, das einzige vom Bund bis heute angebotene bebaute Grundstück, Klammer auf, Kreichtal-Oberacker, Karl-Benz-Straße, Klammer zu, ist leider aufgrund der Lage und des Zuschnitts nicht geeignet, um kurz- oder mittelfristig Flüchtlinge unterzubringen. Und wenn man das in anderen Kreisen und anderen Kommunen, wenn man da durch die Bundesländer geht, dann ergibt sich da ein Gesamtbild. Und meine Frage ist, ist das die Lösungskompetenz, die die Bundesregierung anbietet, um die Landkreise, die heillos überfordert sind, zu unterstützen? Sie möchten antworten, Frau Kollegin. Also was Sie jetzt gerade wieder tun, was Sie wiederholt tun, ist, Sie nehmen sich einen Fall raus und weiten den total aus auf die ganze Gemengelage. Genau das tun Sie. Wir haben punktuell Schwierigkeiten, das wissen Sie, das wissen wir, und daran arbeiten wir. Der Bund unterstützt die Länder und die Kommunen. Der Bund tut das bereits, auch das dürfte Ihnen nicht entgangen sein. Und wir tun alles dafür, unsere Kommunen zu entlasten. Das dürfte Ihre Antwort sein. Herzlichen Dank. Ich weise darauf hin, damit, dass ich für den Fortgang der Debatte jetzt weitere Kurzinterventionen nicht zulassen werde, es sei denn, jemand ist tatsächlich persönlich angesprochen. Das Wort hat der Kollege Detlef Seif für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Herr Emmerich, Sie haben vorhin zu Recht die Arbeit der Bundespolizei gelobt. Es gibt viele Beamte, die eine 13-Stunden-Schicht haben, 8 Tage die Woche. Und wir haben folgende Situation: Die Bundespolizei hat mehr Bedarfe angemeldet, war sehr bescheiden darin, 10 Einsatzhundertschaften zu Beginn der Legislaturperiode. Bewilligt wurden 4. Und es fehlen die Sachmittel, keine IT, keine Mittel, dass die eingesetzt werden können. Heiße Luft reicht nicht, Dank auch nicht. Bessern Sie hier deutlich nach. Mit Ihrem sogenannten 11-Punkte-Plan setzt die AfD Schwerpunkte auf nationale Maßnahmen. GEAS würde nicht funktionieren. Kollege Hess hat ja vorhin auch noch mal deutlich GEAS kritisiert. Aber, meine Damen und Herren, wer meint, dass wir ohne ein funktionierendes europäisches Asylsystem auch nur den Ansatz einer Chance haben, diese Migrationsproblematik in den Griff zu bekommen, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Das geht nur europäisch und national. Und es ist unfassbar in dieser wichtigen und schwierigen Verhandlungssituation, dass die deutsche Bundesregierung und die Innenministerin Nancy Faeser Sand ins Getriebe der Verhandlungen gestreut hat. Und ich hoffe, und das ist total wichtig, dass das, was der Bundeskanzler gesagt hat, dass Deutschland weder die Krisenverordnung noch das GEAS als solches blockieren wird, auch tatsächlich in die Tat umgesetzt wird. Und eins ist klar, Deutschland muss natürlich in dieser schwierigen Lage auch nationale Maßnahmen umsetzen. Und soweit die AfD beantragt, die Kompetenzen und Zuständigkeiten der Bundespolizei zu stärken, hat dieser Antrag auch durchaus gute Ansätze. Aber Sie haben an dieser Stelle eindeutig von der Union und der früheren Regierungspolitik abgeschrieben. Und Sie vertagen das Problem in die Zukunft für ein demnächst zu beschließendes Bundespolizeigesetz. Das ist keine Maßnahme, die jetzt wirkt, das ist eine Mogelpackung. Sie streuen den Bürgern Sand in die Augen. Wichtig sind natürlich Maßnahmen, die umgesetzt werden. Die Ampel muss die freiwilligen Bundesaufnahmeprogramme beenden. Wir müssen viel mehr Länder auch als sichere Herkunftsstaaten einstufen. Das vereinfacht das Verfahren. Die von der Ampel angekündigte Rückführungsoffensive muss endlich an Fahrt gewinnen, wenn Joachim Stamp die einfachsten Länder aufgreift. Mit den wenigsten Chancen der Rückführung ist das der falsche Weg. Er muss sich die dicken Hammer, die schwierigen Länder vornehmen. Und das erwarten wir als Union.
gesetzliche Regelungen, die die Abschiebung erschweren, sind anzupassen. Wir haben viele Vorschläge gemacht. Die Ampel muss ihr Vorhaben endgültig stoppen, dass man hier den Familiennachzug bei subsidiär Schutzberechtigten ausdehnt. In der Zahl, wir haben im Moment über 100.000 Menschen, die ohnehin schon im Wege des Familiennachzugs nach Deutschland kommen, on top auf alle anderen Zahlen. Und dann kommen wir zu den stationären Grenzkontrollen. Die sind total wichtig. Und Herr Emmerich, ich glaube, Sie haben das irgendwie verwirrend dargestellt. Informieren Sie sich mal. Beides ergänzt sich. Schleierfahndung und stationäre Grenzkontrollen in dieser schwierigen Lage. Und das hat gewirkt im Bereich zu Österreich. Meine Damen und Herren, die Ampelregierung muss erkennen, und wir alle haben nicht den Eindruck, dass das so ist, ein Weiter-so geht nicht. Und es ist wichtig, dass Sie die geeigneten und richtigen Maßnahmen im Bereich der Asylpolitik auf den Weg bringen. Wir haben Ihnen das dargelegt im Deutschlandpakt. Setzen Sie das um. Vielen Dank. Das Wort hat Julian Palke für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Demokratin, diese Debatte, wie mit Geflüchteten umgegangen werden soll, ist mittlerweile völlig entgrenzt. Es gibt aber zwischen all dem Trumpismus hier in der Debatte eine gute Nachricht. Der alternative Nobelpreis wurde heute verliehen an SOS Mediterranee, eine Organisation, die Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken rettet, seit Jahren, trotz aller politischen Kämpfe gegen die zivile Seenotrettung. In den letzten Jahren haben diesen Preis Menschen und Organisationen gewonnen, die wir als Demokratin aus großer Überzeugung unterstützt haben. Edward Snowden, Nasrin Sotoudeh oder die Zeitung Cumhuriyet. In diese Reihe stellt sich heute SOS Mediterranee, und dafür verdienen Sie unseren großen Respekt. Organisationen wie SOS Mediterranee oder andere werden breit unterstützt. Gerade von Kirchen und selbst der Papst betont immer wieder, wie wichtig die Seenotrettung ist. Und dann ist da auf der anderen Seite Friedrich Merz, der die ideologische Freifallrutsche nach rechts genommen hat. Da setzt sich allen Ernstes der Partei- und Fraktionsvorsitzende in eine Talkshow und hetzt öffentlich, dass Geflüchtete einem die Termine beim Zahnarzt wegnehmen würden. Herr Merz testet öffentlich aus, wie weit er gehen kann, um sich hinterher für ein paar Tage geläutert zu geben und dann genau diesen Sprech der AfD in sein Repertoire zu übernehmen. So vergiftet man ein Klima, so hetzt man Menschen gegen Geflüchtete auf, und das ist Rassismus. Offen vorgetragen, für eine ganze Republik sichtbar und für anständige Demokratinnen eine Zumutung. Nichts von dem, was die Union fordert, verbessert die Lage der Kommunen, weil sie nicht die Bereitschaft besitzt, überhaupt über Realistisches nachzudenken. Es liegt doch auf der Hand. Wenn geflüchtete Menschen schnell in Arbeit kommen, dann ist das der größte Integrationsfaktor. Gleichzeitig suchen Unternehmen händeringend nach Personal. Und obendrauf brauchen wir 400.000 Personen, die zu uns kommen, um den Laden hier am Laufen zu halten. Und dafür müssen Arbeitsverbote abgeschafft werden. Und dafür muss auch dieser andauernde Rassismus und diese andauernde Hetze und das Ausspielen von Menschen aufhören, weil dann nicht mal mehr diejenigen zu uns kommen, die hier gerne arbeiten würden. Machen Sie doch endlich mal einen Vorschlag, der tatsächlich hilft. Und kommen Sie raus aus Ihrer ideologischen Sackgasse, in der Sie sich in den letzten Monaten verschanzt haben. Und ja, die Kommunen in Deutschland, die sind in diesen Zeiten ganz besonders gefordert und belastet. Wir haben seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges mehr als 1 Million ukrainische Geflüchtete bei uns aufgenommen. Und für die Belastung der Kommunen, jetzt Menschen verantwortlich zu machen, die aus Syrien oder aus Afghanistan fliehen, das ist pure Hetze. Menschen, die ein Recht auf Schutz haben, die erhalten diesen bei uns, unabhängig davon, aus welchem Land diese Menschen kommen. Das ist unsere humanitäre Pflicht. Und genauso ist es unsere Pflicht, aus unserer Geschichte zu lernen und aus ihr Konsequenzen zu ziehen. Wer heute das Grundrecht auf Asyl in Frage stellt, der fängt nächste Woche an, die Abschaffung der nächsten Grundrechte zu fordern. Wer Grundrechte von Geflüchteten angreift, der greift unser aller Grundrechte an. Und weil wir ja eigentlich heute hier über einen Antrag der AfD debattieren. Niemand erwartet von der AfD noch irgendetwas.
Aber bei der Union, da braucht es doch endlich mal einen Aufstand der Anständigen. Schließen Sie sich zusammen. Stellen Sie eine Gegenkandidatin zu Friedrich Merz auf. Wählen Sie ihn als Fraktionschef ab und finden Sie Ihren bürgerlichen Konservatismus mitsamt seiner christlichen Werte endlich wieder. Vielen Dank. Der Kollege Stefan Thomé hat das Wort für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wenn man den Titel 11-Punkte-Plan zum Schutz der Grenzen liest, dann denkt man, jetzt kommt ein detaillierter Masterplan, ein systematisches Gesamtkonzept zur Aufbereitung des Problems. Und wenn man dann den Antrag der AfD liest, dann ist man schon erstaunt, wie dünn doch diese 11 Punkte am Ende ausfallen. Ein Punkt heißt, das Parlament soll früher unterrichtet werden. Ein anderer Punkt heißt, der Bundeskanzler soll das Thema zur Chefsache machen, also eher Plattitüden. Da wird mehr Geld, mehr Personal für die Bundespolizei gefordert. Das Thema finden Sie so toll, dass Sie den Punkt gleich zweimal bringen, als wäre das zum ersten Mal erwähnt worden, dieses Thema. Und Sie sprechen davon, dass man in Unterkünften vom Geldleistungs- zum Sachleistungsprinzip übergehen solle, als hätte das was mit Grenzschutz zu tun. Also alles in allem doch ein reichlich konfuses und, wie ich finde, auch sehr oberflächliches Papier. Wir haben uns am Dienstag in der FDP-Bundestagsfraktion noch mal sehr, sehr intensiv mit der ganzen Fülle der Fragen beschäftigt und 24 Punkte beschlossen, realistisch, pragmatisch, ohne Weichzeichner, ohne Schönrednerei. Das Problem liegt auf der Hand. Es liegt daran, dass es einfach zu viele Menschen sind, die ins Land kommen, dass Kommunen, Landkreise und Städte nicht mehr in der Lage sind, die Menschen alle aufzunehmen. Das ist einfach nun mal die Realität, die wir anerkennen müssen. Und dazu brauchen wir Sofortmaßnahmen, die aber nicht nur Symptome bekämpfen, sondern das Problem an der Wurzel packen, meine Damen und Herren. Und um dieses Thema ruhig mal anzusprechen, Sachleistungen in Asylunterkünften, das ist sogar der gesetzliche Regelfall. Man kann jetzt nicht verlangen, dass wir gesetzlich neu regeln müssten, dass man statt Geldleistungen Sachleistungen ausreichen kann. Denn das ist im Gesetz als Regelfall vorgesehen. Geldleistungen sind der Ausnahmefall, dass die Kommunen die Sachleistungen als aufwendiger, komplizierter empfinden, weil man eine Lagerlogistik vorhalten muss, um Bekleidung, Lebensmittel, Hygieneartikel zu bevorraten und zu sortieren und auszureichen. Das hat dazu geführt, dass aus dem gesetzlichen Ausnahmefall der Geldleistungen faktisch der Regelfall geworden ist. Die Kommunen können das gar nicht stemmen, alles in Sachleistungen zu gewähren. Weshalb wir jetzt dazu übergehen wollen, die Kommunen zu ermutigen, zu ertüchtigen, mit Bezahlkarten einen Ersatz für Geldleistungen zu finden. Denn in der Tat ist es so, dass Geldleistungen einen falschen Anreiz setzen können, zu glauben, bei uns würde man mit Geld überhäuft. Davon müssen wir in der Tat wegkommen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und deswegen wollen wir, dass Bezahlkarten eingesetzt werden, die auch beschränkt werden können, von denen aus keine Auslandsüberweisungen erfolgen können und die nur eingesetzt werden können, um lokal Güter des täglichen Bedarfs zu kaufen. Meine Damen und Herren, das Thema Grenzkontrollen hat es hier eine Rolle gespielt in dieser Debatte. Was wir doch brauchen, ist eine intelligente Lösung, die einerseits nicht den Pendlerverkehr, den Warenverkehr, den Reiseverkehr unnötig beeinträchtigt, aber doch die Schleuserkriminalität unterbindet und bekämpft. Und dazu ist, wie ich finde, diese Idee der flexiblen Grenzkontrollen genau das richtige Instrument, weil eine stationäre Grenzkontrolle natürlich dazu führt, dass sich Schleuser gegenseitig warnen. Und was wir bekämpfen müssen, ist das Schleuserwesen. Das sind die Menschen, die zu Zehntausenden, Hunderttausenden Menschen nach Europa und quer durch Europa schleusen. Und das müssen wir bekämpfen. Und dazu ist, glaube ich, dieses Thema flexible Grenzkontrollen, die hier und da unerwartet auftauchen, die mit Drohnen, mit Wärmebildkameras, mit Herzschlagkameras Schleusungscontainer aufdecken, das richtige Instrument. Und ich finde es auch gut, dass der Finanzminister ankündigt, dass auch der Zoll dabei helfen kann. Meine Damen und Herren, ich finde, dass die Uhr bei mir immer viel schneller läuft als bei anderen Rednern. Deswegen komme ich zum Schluss. Diese Krise ist
groß. Sie ist größer als unser Land. Deswegen brauchen wir europäische Lösungen für dieses Thema. Und sie erfordert von uns, dass wir gemeinsam, alle Demokraten in diesem Haus, in Bundesländern und Gemeinden, uns dieses Themas annehmen, damit nicht diejenigen den Ton setzen, die das Problem in Wirklichkeit nicht lösen wollen, sondern befeuern, weil sie dafür einen Vorteil versprechen. Vielen Dank. Herr Kollege, es ist so, dass Herr Altenkamp das genau anschaut und aufschreibt, wie viel Redezeit und auch wie schnell die Uhr geht. Und er hat wirklich geschworen, die Uhr ging genauso schnell, wirklich, wie bei den denen davor. Das ist das Schicksal der Liberalen. Ja, das mit dem Gefühl kann man ja nur mit der Wirklichkeit konfrontieren. Und das ist die Wirklichkeit. Philipp Amthor hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, wenn man sich mal einmal diese Debatte Revue passieren lässt und sich in die Situation versetzt, wie denken eigentlich die Beamten unserer Bundespolizei über das, was sie hier heute gehört haben? Da kann man nur zu einem Schluss kommen, mit breitem Kopfschütteln, meine Damen und Herren. Von der AfD gibt es nur einen Schaufensterantrag. Da steht zwar Bundespolizei drauf, aber es ist allgemeiner Migrationsklamauk. Das bringt die Bundespolizei 0,0 voran, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und von der Ampel, ich meine ganz ehrlich, insbesondere Herr Kollege Pahlke, der ruft dann hier von den Grünen schon wieder dazwischen. Was haben wir denn hier erlebt? 0,0 Substanz zum Thema Bundespolizei. Irgendwie für Ihre linke und grüne Twitterblase ein paar Worte über Friedrich Merz. Beschäftigen Sie sich mit der Lebensrealität. Beschäftigen Sie sich mit der Bundespolizei. Das wäre gut für unser Land. Von Ihnen brauchen wir keine Haltungsnoten. Und wenn ich dann höre von der Ampel, was gibt es für die Bundespolizei? Die üblichen Worte: Respekt, Wertschätzung. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bundespolizei braucht Respekt und sie braucht Wertschätzung. Sie braucht aber vor allem auch Haushaltsmittel und Taten, und da lassen Sie einfach auf sich warten, da kommt gar nichts. Wir brauchen ein neues Bundespolizeigesetz, und ich sage Ihnen auch ja, wir wollen auch eine Zuständigkeit der Bundespolizei für die Abschiebung. Wenn man sich vor Augen führt, wie man einen guten und funktionierenden Staat organisiert, dann muss doch für jeden klar sein, wie sinnlos ist es, dass die Bundespolizei zuständig ist für die Einreise, aber nicht zuständig ist für die Ausreise, für die Abschiebung. Das muss zusammengeführt werden. Auch andere Kompetenzen müssen in dem Bundespolizeigesetz dringend ausgeweitet werden. Und wir fragen uns, wann kommt es denn endlich? Wir haben bereits im Dezember des vergangenen Jahres als Union hier Druck gemacht. Was haben wir von der SPD gehört? Wir sind mit Hochdruck dran. Bald kommt der Referentenentwurf. Bald kommt es ins Kabinett. Bald kommt es ins Parlament. Und was ist die Realität? Nicht seit Monaten. Ich prophezeie Ihnen, wenn Sie noch länger warten, dann wird dieses Bundespolizeigesetz das Parlament nicht erreicht haben, solange Frau Faeser noch im Amt ist, meine Damen und Herren. Das ist doch Ihr Problem. Handeln Sie endlich. Und das führt auch zur Bundesinnenministerin. Wenn wir heute über Grenzkontrollen reden, führt das natürlich unweigerlich zu dem schönen Märchen von Nancy und den Grenzkontrollen. Wir waren ja wirklich sehr erstaunt. Wir haben gedacht, oh, Opposition wirkt, schlechte Umfragewerte in Hessen wirken noch mehr. Die Bundesinnenministerin kündigt an, Grenzkontrollen sollen eingeführt werden. Und was ist davon übrig geblieben? Nichts außer Ankündigungen, meine Damen und Herren. Das war eine reine Luftnummer. Wir verlangen, dass stationäre Grenzkontrollen eingeführt werden. Wir verlangen, dass sie notifiziert werden. Und von Ihren Ankündigungen und Täuschungsmanövern hat niemand etwas. Sie sind eine Ankündigungskoalition. Wir brauchen eine Koalition der Taten in der Migrationspolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will Ihnen auch sagen, weil das hier von linker Seite in Abrede gestellt wurde von der Ampel. Wir brauchen in diesem Land natürlich Zurückweisungen von illegal einreisenden Menschen, von illegalen Migranten in Deutschland. Und wenn wir diese Zurückweisungen nicht einführen, dann machen Sie die Bundespolizei nur zu einem Sammeltaxi für illegale Einwanderer. Und das ist nicht die Aufgabe einer Grenzpolizei, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will es auch sagen, natürlich hat der Europäische Gerichtshof es uns nicht leichter gemacht mit seiner Entscheidung. Aber dafür können wir doch nicht hier kapitulieren. Der Europäische Gerichtshof ist keine Rechtfertigung für Ihre Kapitulationserklärung vor einer Steuerung der Migration. Eine
Rechtsordnung, die sinnvolle Migrationsbegrenzung verbietet, muss geändert werden. Wirken Sie Herr mit. Amthor. Wir geben Ihnen dazu die Möglichkeit. Herzlichen Dank. Helge Lindt hat das Wort für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe eben den Entschluss gefasst, ich werde den wissenschaftlichen Dienst damit beauftragen, einmal die Sammlung von Plattheiten, Phrasen und Dreschereien von Allgemeinplätzen des Herrn Amthor zusammenzustellen. Ich denke, das wird ein epochales Werk sein. Sie haben ja wahrscheinlich ganze Teams damit bemüht, Ihre Slogans zusammenzustellen, die Sie eben an der Debatte vorbei rausgefeuert haben. Sie waren schon mal besser. Ich bin besorgt über Ihre aktuelle Performance. Abgesehen davon muss ich ja seit heute feststellen, als gesetzlich versicherter Mensch, dem demnächst Zahn- und Kieferoperationen bevorstehen, dass ich traurig sein müsste, kein Asylsuchender oder abgelehnter Asylbewerber zu sein. Ich muss feststellen, ich bin sehr glücklich, deutscher Staatsbürger in einer privilegierten Situation zu sein, weil ich die gesamte Gesundheitsversorgung bekomme und nicht nur eine reduzierte. Wobei wir am Kern des Problem sind. Denn die entscheidende, zentrale Frage ist ja nicht, wenn wir ehrlich sind, was die Rechtsextremisten, Rechtspopulisten, was die AfD machen und machen werden. Die entscheidende Frage ist, was die AfD, die Rechtspopulisten und die Rechtsextremisten aus uns machen. Und Herr Merz sollte sich ernster fragen, was er durch die Rechtspopulisten aus sich selbst machen lässt, denn er mutiert selbst gerade in Turbogeschwindigkeit zu einem solchen unwürdig einer großen, stolzen, konservativen, christdemokratischen Volkspartei. Sie merken doch gar nicht gerade, wie es immer mehr abdriftet. Wir kennen beim Klima ja den Aspekt der Kipppunkte. Bei der Debatte über Migration und Asyl ist so ein Kipppunkt gerade erreicht, und zwar nicht linksmittig, sondern rechts in diesem Plenum. Er ist überschritten. Es sind alle Tore offen, und man meint, egal was man sagen kann, einfach äußern zu können in einem Überbietungswettbewerb. Aber es gibt noch sowas, gerade auch in einer migrationspolitischen Debatte. Und denken Sie an Ihre Kanzlerin, die Sie erst verschmäht haben und plötzlich wiederentdecken, je nach Stimmungslage. Es hat Politik mit Verantwortung zu tun. Verantwortung, nicht Verhetzung und Verdummung. Was aber die Union betreibt, ist Verdummung des Volkes, Volksverdummung. Verantwortung heißt aber Antwort geben. Antwort geben ist aber nicht ein Sammelsurium von Antworten, die sich täglich ändern. Sie jagen doch jeden Tag eine neue migrationspolitische Sau durchs Dorf. Und Antwort ist auch nicht Copy und Paste bei der AfD zu machen. Im Übrigen, kurz zur AfD. Sie haben ja auch Aspekte und Fragmente aus dem Bundespolizeivorschlag damals der GroKo aufgenommen. Das ist aber der Unterschied zwischen uns und Ihnen. Wir nehmen Kritik ernst. Und damals hätten Sie sich mal genauer vorbereitet, hat Boris Pistorius zu Recht darauf hingewiesen, dass es Schnittstellenprobleme gibt, wenn man die Bundespolizei beauftragt hat, dass man entscheiden muss, was ist denn mit den Familien von Aufgegriffenen? Ist dann Bundespolizei oder Ausländerbehörde zuständig? Was ist, wenn keine Abschiebungshaft angeordnet wird? Wo werden die Menschen untergebracht? Das sind Sachfragen. Migrationspolitik hat nämlich mit Sachpolitik zu tun, damit sich zu interessieren für Probleme, weil wir nämlich im Unterschied zu Ihnen evidenzbasierte Politik machen. Sie machen Populismus- und wutbasierte Politik jeden Tag. Und jetzt zählen wir es mal auf. Seit dem Sommer. Abschaffung des individuellen Asylrechts, Refoulementverbot aufheben, mehr Leistung für Kommunen, nein, mehr Leistung für Kommunen bringen nichts, Arbeitsverbote, Arbeitszwänge, Grenzen zu, Zurückweisung aller Personen, ob es rechtlich zulässig ist oder nicht, keine Sozialleistung mehr oder eingeschränkte Sozialleistung, nur noch Sachleistung, keine medizinischen Leistungen mehr, wie wir jetzt erfahren haben.
Außenfragen. Europa ist entscheidend. Nein, Europa ist überhaupt nicht entscheidend als nächste Variante. Neue Herkunftsstaaten Georgien, Moldau. Nein, möglichst alle Länder, die uns einfallen, zu sicheren Herkunftsstaaten machen. Drittstaatenkonzepte, aber ohne Ausgestaltung. Und so weiter und so fort. Jeden Tag ein neuer Vorschlag. Noch vor 2 Monaten sahen Sie Rückführung als die entscheidende Antwort. Dann plötzlich war nichts mehr zu hören von Rückführung. Sie sagen, Rückführungen sind nicht die Lösung des Problems. Jetzt kommt Rückführung wieder. Das hat nichts mit Sachpolitik zu tun. Das ist Verdummung der Bevölkerung. Und null Lösung. Null Lösung. Und dann kommt es ja noch besser. Sie gucken sich ja nicht mal die Erlasslagen in den unionsgeführten Bundesländern an. Sprechen Sie mal mit Herrn Wüst, gehen Sie in eine Therapiegruppe, aber klären Sie die Differenzen. Fragen Sie in Ihrer eigenen Fraktion nach. Was ist mit den diversen... Herr Lindt, möchten Sie denn eine Zwischenfrage von Herrn Müller zulassen? Selbstverständlich. Ich nehme an, Sie haben eine sehr kurze Zwischenfrage und die Antwort von Herrn Lindt wird auch sehr kurz ausfallen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Kollege Lindt, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich habe wirklich, wie es meiner Art entspricht, eine sehr kurze Zwischenfrage. Im Spiegel dieser Woche stand, dass 82% der Deutschen bei einer Umfrage gesagt haben, sie meinen, dass der Staat mit dem Thema Migration überfordert sei. Sind Sie jetzt Teil dieser 82% oder sind Sie Teil der verbliebenen 18%? Dankeschön. Ich bin Teil der hier Sitzenden, die Prozentzahl an der Bevölkerung, aber es wird wahrscheinlich im Promillebereich sein, die ernsthaft sich für die 80% und auch für die 20% oder 82% und 18% interessieren, weil wir nämlich nicht Ängste bedienen, schüren und daraus Nutzen ziehen wollen, sondern weil wir Ängste ernst nehmen, weil wir ernsthaft uns um Probleme der Sorgen kümmern, weil für uns nicht Stimmungsmache, Stimmung der Maßstab ist, sondern Problemlösung, weil wir sagen, wir geben Antworten, die solide sind, verlässlich sind und nicht solche Antworten, deren Haltbarkeit gerade bis zur Landtagswahl geht. Das ist der Unterschied, weil für uns es noch so etwas gibt wie Maßstäbe, Ethik, Sachlichkeit, Fundamente, die man braucht, anstatt nur zu gucken, was kurzfristig Stimmgewinn gewinnt, aber andererseits am Ende nur denjenigen rechts außen nutzt. Das ist der Unterschied. Und deshalb sind für uns einfach nur Umfragen nicht Maßstab, sondern die konkreten Sorgen. Und deshalb antworten Sie mir, bitte mal, antworten Sie mir, wie Sie denn bei all Ihren Forderungen, wenn Sie einerseits Ausländerbehörden entlasten sollen, sie mehr belasten wollen mit Sachleistungssystemen, es ist aufwendiger, es ist teurer. Zweitens, Sie wollen Arbeitsverbote, wissen aber genau, dass 300.000 Menschen in diesem Land niemals abgeschoben werden können. Sie wissen das ganz genau. Also nehmen Sie lieber im Kauf, dass die Leute perspektivlos sind und Transferleistungen bekommen. Sie wollen doch immer Anreize, dann geben Sie doch Anreize zum Arbeiten. Ihre Politik ist zutiefst widersprüchlich. Und dann wollen Sie auch noch Arbeitszwänge, also unterscheiden sich Arbeitszwang oder Arbeitsmöglichkeiten. Dann sagen Sie auch noch, mein Highlight persönlich, Der Chancenaufenthalt ist der Grund für explodierende irreguläre Migration. Das ist wirklich eine Gewalttat gegen jede Form von Logik. Chancenaufenthalt betrifft Menschen, die hier sind, mit Stichtagsregelung. Wie sollen Menschen, die noch gar nicht in Deutschland sind, davon profitieren? Logisch unmöglich, weil es ihnen nicht auf Antworten ankommt. Und das muss man mal klar machen. Und wir sind da viel zu leise. Wir stehen für eine Politik der Vernunft und Systematik. Wir verkaufen nicht unsere Moral, unsere Werte und unseren Verstand für billige Stimmgewinne. Wir sind kein Förderprogramm für die AfD. Wir stehen für Sachpolitik, für Anstand. Und für uns sind auch Menschen, die abgeschoben werden, noch Menschen und nicht Vieh, das man benutzen kann für schnelle Erfolge. Populismus ohne uns, evidenzbasierte Politik, jetzt und in Zukunft. Vielen Dank. Aussprache und gebe Ihnen einen Hinweis zum weiteren Ablauf. Wir kommen zur Überweisung von Tagesordnungspunkt 10a sowie zur namentlichen Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 10b. Bitte beachten Sie, dass unmittelbar nach Eröffnung der namentlichen Abstimmung die Überweisung im vereinfachten Verfahren sowie die Abstimmung zu den ohne Debatte Punkten erfolgen. Ich bitte Sie daher nicht, alle gleichzeitig den Raum zu verlassen.
Tagesordnungspunkt 10a. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19/8156 an die in der Tagesordnung vorgesehenen Ausschüsse vorgesehen, vorgeschlagen. Weitere Vorschläge sehe ich nicht. Dann werden wir so verfahren. Tagesordnungspunkt 10b. Die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel 11-Punkte-Plan zum Schutz der Grenzen vor unregulierter Massenmigration sofort umsetzen, frühzeitige Unterrichtung des Parlaments bei kritischer Massenmigrationslage sicherstellen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/6785 den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 19/6485 abzulehnen. Die Fraktion der AfD hat dazu namentliche Abstimmung verlangt. Sie haben nach der Eröffnung der Abstimmung 20 Minuten Zeit. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die Plätze einzunehmen. Und ich sehe, die Urnen sind bereits besetzt. Ich eröffne die namentliche Abstimmung über die Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/6785. Die Abstimmungsurnen werden kurz nach 15 Uhr wieder geschlossen. Das bevorstehende Ende werden wir Ihnen der namentlichen Abstimmung, das bevorstehende Ende der namentlichen Abstimmung werden wir Ihnen rechtzeitig bekannt geben. Ich rufe jetzt auf die Tagesordnungspunkte 28a, c und